Moin moin Freunde Nacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Hand Showdown, dieses Mal nicht mit Manu, sondern mit Micha. Warum nicht mit Manu? Manu hat einfach keine Lust mehr, er ist der Meinung, er hat alles erreicht im Spiel. Man kann sich immer verbessern und ich kann mich auch noch verbessern. Und vor allen Dingen kann man Dinge sehen, die man so noch nie gesehen hat oder Dinge machen, die man so noch nie gemacht hat. Ich habe so viel Neues gesehen, Micha hat mir so viel Neues gezeigt und ich war so motiviert und es hat so gepasst mit Micha. Ich war schlichtweg begeistert, ich war so motiviert, wir sind losgerannt in unserem dritten Run. Das ist gerade dann das Video, was ich euch dann hier im Anschluss zeigen werde. Ich hatte das Spiel ja fast sechs Wochen nicht gespielt. Was soll ich sagen, Leute? Ich bin so froh, dass Micha mich gefunden hat oder dass wir uns gefunden haben und nach den ersten zwei Aufwärmrunden, die natürlich schief gegangen sind, hat es am restlichen Abend einfach nur noch gepasst. Natürlich haben wir hin und wieder auch mal aufs Maul gekriegt, aber wir waren so erfolgreich. Das war für mich so ein erfolgreicher Abend, wie ich ihn noch nie hatte. Wir haben insgesamt, glaube ich, über 30 Jäger, ich glaube 33 Jäger insgesamt an diesem Abend über den Jordan geschickt. Ich war so gehypt und so motiviert, dass ich endlich jemanden gefunden hatte, der dich versteht, der das Spiel genauso liebt wie du, mehr noch. Er ist ja Prestige 4, ich bin erstmal plus Prestige 2 an diesem Abend erstmal geworden. Ich bin einfach nur glücklich sozusagen und hoffe, dass Micha, er hat gesagt, sieht es genauso und wir wollen auch weiterhin zusammen zocken. Ich hoffe, da kommen noch viele, viele gute Hand-Showdown-Videos dabei raus. Ja, aber ich labere schon wieder viel zu viel. Und ja, zieht euch das Video rein. Viel Spaß damit. Bis dann. Ciao. Ist eine Machete dabei? Mhm. Okay. Ja. Die Hunde, mit denen habe ich sonst immer. Ja, mittlerweile geht's bei mir manchmal. Oh, achte mal an. Manchmal geben die mir schon noch ganz gut Schaden. Hm. Letztens beim Quickplay hatte ich 400, da bin ich recht gut zurechtgekommen. Aber in der Regel machen die mich fast immer tot. Okay. Gerade wenn du so auf 400 triffst. Ja, und also allein ist es schon nochmal was anderes. Hm. Welche Map von den beiden magst du eigentlich lieber? Ich mag alle beide. Und du? Oh, da gebrannt. Die mag ich eigentlich lieber. Okay. Weil bei der anderen mag ich Scupper Lake nicht so gerne. Ja, Scupper Lake. Das stimmt. Oh, das fetzt eigentlich auch so, finde ich. Ich habe ja letztens, wo ich mit Manuel Jung gesagt, oh was, Scupper Lake? Da ist noch nie was Gutes passiert, also. Meinst du, die haben den gefunden? Das ist aber Speedball, ja? Ja, ich glaube, die schießen eher aufeinander. Ja. Ja, die schießen aufeinander. Mhm. Bei Scupper Lake habe ich schon viele schöne Momente gehabt, aber auch schon sehr viele traurige. Ja. Oh, so geht es mir eigentlich fast auf jeder Map, in jedem Ort. Hm. Hier ist er scheinbar nicht. Jetzt ja, schon, ja. Da waren welche. Warum nehmen die eigentlich nicht mit? Das ist mir immer... Wollen die nicht das andere vor ihnen am Boss sind, oder? Keine Ahnung. Ich meine, es sind jetzt immerhin $150, die wir jetzt eingesackt haben. Ja. Ja, da wo die Schüsse waren, da ist auch der Boss. Hm. Oh.
Ja, dann gehen wir mal zu der Schießerei. Mal ein bisschen mitmischen. So sieht's aus. Das gefällt mir. Mal wieder ein bisschen Schießen üben hier. Aber das ist, glaube ich, eine eklige Ecke hier. Mit Ja. dem Wasser und so. Oder wir laufen über die Brücke mit der Eisenbahnschiene. Das ist aber auch... Ich kann mich erinnern, schon mal von der Seite gekommen. Das ist nicht Aber schön. wir können auch hier über die Schienen, also da über die Ja. Schienen gehen und so einen kleinen Bogen laufen. Können wir machen. Weil von der Seite haben wir echt die Arschkarte. Weil wir durchs Wasser müssten. Ja. Oh, ich hab Lunge. So, geht wieder. Muss nochmal schnell. Oh, da steppt irgendeiner durchs Wasser. Vor uns, dort. Ah, der ist raus, der ist auf der anderen Shit. Seite schon. Der ist jetzt rechts hinten. Der steht da noch. Oh. Hier kam ein Ist Schuss. tot. Ah, hast du. Ja, sehr gut. Durchs Gebüsch, das war lucky. Ich habe Ich den habe mich Kopf nicht erschrocken. richtig gesehen. Ich gehe mal durchs Wasser rüber auf die andere Seite. Jetzt will ich hier nochmal ping, wo der ist. Also wo der lag. Also Ja, da liegt die okay. Leiche. Oh! Oh nein! Nein! Schnell, schnell. Oh. Das ist natürlich Kacke. Hat er dich angegriffen? Nö, hat mich ja nicht erwischt. Aber ganz schön Lärm gemacht. Jetzt war dieses Flüstern hier wieder. Und das Symbol hat geblinkt. Ja, weil der Boss ja davon ist. Hier sind Raben, das ist uncool. Oh fuck, er wurde wieder aufgestellt. Und liegt wieder. Sein Mate ist irgendwo da in der Nähe. Sehr schön. So. Nicht mit uns. Aber das war gerade echt fies, der wurde gerade aufgerufen. Schön, da hat er Da. zweimal eine Packung Ja. gekriegt. Deswegen, wenn ich aufgehoben werde, ich renne mal gleich irgendwo hin, damit mir sowas nicht passiert. Ja. Das finde ich halt doof. Du kommst hoch, siehst nichts richtig. Ja, und dann kannst du manchmal schon direkt wieder einen Schuss fangen. Ja. Also, da rechts sind auf jeden Fall welche drinnen. Ich sehe dein Oh, einer Lager. ist da im Wasser. Oh, er ist hochgerannt. Shit. Ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh, da kam was in meine Ja. Richtung. Von da oben. Soll ich mich mal nach rechts weiter wagen?
aber hinten, ich müsste hinten rumrennen. Aber ich renne mal hinten rum. Weil hier vorne sitzen Raben. Könnte ich was so machen. Und da sind wieder Raben. Alter, ist das hier Raben Island? Ich glaube, das ist wieder so eine Runde. Jetzt gehen alle hier auf den Batsche. Ja. Statt dass man jemand zum anderen losgeht. Wieder Raben. Oh, da war Zombie, da wird gekämpft. Ich komme mal wieder zu dir. Ey, das ist so krass dunstig da hinten. Hey. Da sind zwei. Gut. Oh fuck. Der eine ist jetzt rechts hinter der Hütte. Oh fuck. Ich hab einen. Einer liegt? Ja. Oh, der andere ist da hinten. Hat einen Hit. Ich muss mich gerade heilen. Ja. Der hat mich fast gekillt. Kannst du nochmal auf seinen Partner gucken? Den versucht aufzuheben. Ich sehe, ich weiß nicht, wo er liegt. Ich habe ihn bloß am Kopf getroffen, er war hinter einer... Ah, okay. Er fiel dann irgendwo um, hinter dem Hänger irgendwo, aber ich habe es dann nicht mehr genau gesehen. Weil das auch so neblig ist alles. Ja. Ich weiß auch nicht, wo sein... Ich glaube, einer ist da an der Wand, aber ich sehe es nicht richtig durch den Dunst. Oh, hier links. Fuck. Also, da. Ungefähr. Oh, von rechts auf? Ja. Dort ungefähr. So da hinten. Aber wo schießt er her? Ey, keine Chance. Verstehe ich nicht. Oh, da vorne hat jemand Rahmen aufgesteckt. Der ist oben drauf. Oh, von links? Da oben ist einer. Von da hinten kam auch noch was. Sehr schön. Ich geh mal da hoch, wo der gestorben ist. Ja. Oh, hier links. Ja, da hatten wir gerade eine verpasst. Ich gehe mal ein bisschen wieder zurück, wo wir hergekommen sind und versuche den mal ein bisschen zu flankieren. Okay. Ja, den ich gerade gelegt habe, den zünde ich mal an. Ja. Immer schön anfackeln, die Brüder. Ich sehe nichts hier, das ist doch... Wo sitzt der Typ? Ich konnte ihn auch nicht richtig sehen. Oh! Oh! Oh, jetzt hat er mich aber auch nicht getroffen. Oh, jetzt ist er nicht mehr links, er ist irgendwie rechts. Ich hab ihn. Sehr schön. Er wollte mich... Du wolltest dich umkreisen. Ja, ich hab dann mit der... Ui, die Sparks nehme ich doch... Nein, da hat mich ein anderer... Oh, da gibt's noch einen zweiten.
Da siehst du. Ja, jetzt nicht mehr. Sehr schön. Ast rein. Das war wieder so ein Lack. Ja, nice. Oh, wir gehen aber ordentlich ab, muss ich sagen. Ja, jetzt geht's. Ja. Alter, du Tier. Jetzt ist aber Schluss hier mit lustig. Geil. Das ist der beste Run meines Lebens, muss ich sagen. Ah, sehr schön. Oh, gleich mal die Spritze reinrennen hier. Ich läuft aber echt gut gerade. Ich wollte mir gerade ja seine. Was habe ich? Die Sparks. Ich habe jetzt eine Sparks. Die haben alle Sparks und Lehmatt. Ja. Was wolltest du sagen? Du bist? Ich würde jetzt gerade gerne nochmal zu dem gehen, den ich angezündet habe. Ja. Nachgucken, ob der vielleicht doch aufgehoben wurde. Mhm. Und dann würde ich rüber zum Butcher laufen. Okay. Oh. Weil da hat man irgendwie nichts mehr. Ich habe die Machete, aber ich habe die Sparks und die hat bloß 5 Schuss, also 6 mit der im Lauf. Die Sparks? Hm. Ja, aber die ist doch immer ein Schuss. Ja, ob ich da noch die Lemat gegen meine Machete eintausche? Ah, der liegt noch, okay. Ja, mach ich mal. Warte mal, da wo du gerade bist, da liegen 3 Leichen, gell? Ach so? Oder? Ich habe plus 2, theoretisch müssten es 3 sein, aber ich habe plus 2 gefunden. Ja, aber wenn da 3 sind, dann gehört der eine, den ich da hinten gekillt habe, noch zu einem von denen. Weil es sind ja 2er Teams. Mhm. Es müssten doch hier 3 sein, oder? Aber ich weiß nicht. Na, einen habe ich umgeschlagen, 2 hast du erschossen. Warte, hier ist einer. Da ist einer. Hier hinter dem Gebüsch. Nee. Dann sonst. Oder... Nee, du hast einen gekillt. Ja, der wurde aufgehoben. Genau. Mhm. Okay. Gut, dann muss irgendwo einer noch alleine rumlaufen. Also wahrscheinlich ist noch einer bei... Ist dann... Der andere Partner ist dann wahrscheinlich beim Butcher noch. Also könnte ich mir vorstellen, dass die hier rübergekommen sind. Mhm. Hier liegt einer. Okay. Oh, Falle. Sehr schön. Oh, den kannst du nicht mal plündern, der ist irgendwie ausgebrannt, stand da. Ja. Achtung, hier ist nochmal eine die Bärenfalle kann man liegen lassen. Scheiße. Hey. Das klappt auch immer wieder. Ich stelle sie gleich nochmal auf. Oh. Ah, perfekt, hier ist eine Axt. Ey, jetzt ab und zu mal ein Auge haben wir auf die Karte, wo die Typen kommen mit dem anderen Bounty. Mhm. Also jetzt laufen die gerade nach unten auf der Map. Ich bräuchte
bräuchte eine Axt. Ein Hammer liegt drinnen, wenn du reinkommst, rechts. Ja, aber Hammer ist immer blöd. Kommt. Warte, ich komm. Jetzt hängt er unter der Treppe fest. Warte, ich gebe ihm eine. Schnell weg, schnell weg. Ah, jetzt kommen wir. Wir brauchen noch einen. Ja. Ich mach mal um das Tor zu. Ja. Warte mal, stand da noch Fallen? Also hier unten an der einen Schiebetor ist eine Bärenfalle platziert. Ich habe noch zwei Fallen. Ich guck mal, wo ich die unten platzieren kann. Ah, hier draußen ist auch noch ein. So, ich platzierte hier unten an der Treppe. Pass auf, wenn du runterkommst. Na? Hier unten steht eine Kasse. Die wird noch nicht geplündert. Nee. Haben sie wahrscheinlich nie gesehen. Also oben vor dem Schiebetor habe ich jetzt auch eine Bärenfalle. Okay. Ah, die mit dem anderen Bomb, die gehen raus. Also so sieht's bis jetzt aus. Mhm. Okay, dann packe ich hier auch nochmal eine Falle daneben. Ah cool, meine tägliche Herausforderung ist ein schlechter Trophäe aufnehmen. Ist ja optimal. Das passt. Ja. Was waren bei mir eigentlich? Ach, Blutegel. 3x5 Blutegel mit einem Angriff töten. Ah, hier sind ja noch ein paar Fallen. Sonst, wenn du Fallen brauchst, sind keine da und hier schlagen sie dich tot damit. Ja. Man kann hier einer über... Nee. Oder? Ich glaube, allzu viele Jäger sollten ja auf der Map auch nicht mehr ihr Unwesen treiben. Ja, denke ich auch. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, die sind jetzt gleich am Extraction Point. Mhm. Ah, ist keiner in der Nähe. Okay. Wo rennen wir hin? Wolfskopf runter oder... Bist du jetzt in der Falle gerannt? Nee, ich hab's nicht entschärft. Ah, okay, cool. Ja, können wir hingehen. Okay. Oh. Jetzt sind wir beide in dieselbe Falle gegangen. Oh, jetzt gleich ein Medipack. Ja. Also ich würde ganz gerne noch übers Fort gehen. Also durchs Fort. Okay. Noch ein paar Mobs mitnehmen. Auf jeden Fall. Zeit haben wir ja noch. Ja. Achtung hinter dir. Ah. Ui. Jetzt, komm. Ausdauer weg. Er verträgt einiges. Brauchst du Hilfe? Nee, passt, passt.
Jetzt nehme ich einen Hammer. Nein! Hä? Was denn? Ich habe vorbeigehauen mit dem Hammer, aber er stand direkt vor mir. Das war jetzt eigenartig. Das Pferd ist schon hinüber. Das ist doch schön. Das. Oh, jetzt habe ich mich auch erschrocken. Eine Sparks mit rausgenommen, eine Lematt mit rausgenommen. Noch ein Bounty, ein paar Leute bekämpft. Mhm. Sehr nice. Ich bin mal gespannt, wie viel wir dort über den Haufen geknallt haben heute. Oh ja. Warte, ich hab einen Hammer. Aber es ist jedes Mal was Neues, das ist geil. Ja, ja. Als ich den ersten Emulator so gekillt habe, habe ich mir einfach gedacht, oh Mann. Und vorher ja. Haben sich die Typen ein paar Mal gekillt. Regelrecht Angst gehabt vor den Viechtern. Ja, genau. Und seitdem denke ich mir so, okay, ihr seid schon krasse Typen. Dann habt ihr verloren. Ja. Aber auch so mit dem Boxhandschuh, also mit dem Schlagring, ja. Kriegst du es auch gut weg. Acht. Oh, ich bin 42 mit dem schon wieder. Oh, oh. 1250 XP und Stufe 98 geworden. Wahnsinn. Krass, krass, krass. Du, Micha. Ja. Mal ein kurzes Päuschen machen. Ich bin nämlich Raucher. Gleicher. Ja, können wir machen. Aber erzähl, du wolltest was sagen? Es waren gar nicht so viele Highs unterwegs. Ja, das stimmt.